für die Fishtown Pinguins im Angriffsdrittel. Scheiben ist bei den Pinguins mit Slayton auf der rechten Seite. Slayton bringt die Scheibe mit der Rückhand vor das Tor, da steht erst einmal keiner. Nachsetzen. Brandon Cook legt dann weiter zu Sam Fels, dreht sich da schön weg an der Bande, noch einmal Fels, Rückpass an die blaue Linie, dann noch einmal Fels, dann gespielt, links Außenposition, spielt dann hinter das Tor zu Kosick, Brandon Cook auf halb rechts, der bringt den Puck vor das Tor, Fels, und Tor! Er ist drin! Sam Fels! Stochert nach! Der Schuss kam von Cook und irgendwie hat Strahlmeier die Scheibe nicht sicher und dann hat er den längsten! Sam Fels und haut das Ding rein, da muss ein Mittelstürmer stehen, beziehungsweise ein Stürmer stehen, vor dem Tor, auf den Rebound lauern und Sam Fels in der 21. Minute macht das toll, richtig. Strahlmeier hat die Scheibe nicht sicher und Fels nach diesem eigentlich nur Pass von Brandon Cook von rechts stochert die Scheibe über die Linie. Es steht 1:0 für Bremerhaven und da ist es, dieses psychologisch richtige Tor. Also bin ich mal gespannt auf die Reaktion des Weißwasseraner Teams, was kann Dirk Rohrbach seinen Jungs dann noch mitgeben an Impulsen von der Bank. Das ist natürlich bitter, so früh zu Beginn eines Drittels ein Tor schlucken. Ist natürlich nichts verloren, aber das tut weh und dem Bremerhavenern gibt das frische Beine. Jetzt aber 2-1 Konter der Füchse. Peter Bohn rüber und der Ausgleich. Bohn zu Götz, Götz zurück zu Bohn und dann steht es 1:1. Ja, was ist hier denn los? Ausgleich für die Lausitzer Füchse, 22. Minute. Peter Bohn, das sind Situationen, wie man sie als Trainer nicht so gern sieht bei den Fishtown Pinguins, die sie anhaben. Da fiebern sie mit dort oben, natürlich kaum ansprechbar in so einer wichtigen Phase. Alles wird dem Ziel des Erreichen der nächsten Runde hier untergeordnet und da drückt man die Daumen und fiebert mit. Die Weißwasseraner mit Leni, gut Tor! Weißwasser mit einem 3-auf-2-Angriff. Lenig in der Mitte steht eigentlich ein bisschen ungünstig mit dem Rücken zum Tor und buxiert dann aber doch die Scheibe in die Maschen hinein. Und da sind sie aufgerückt. Bremerhaven steht zu tief im eigenen Drittel und prompt das 2:1 für die Lausitzer Füchse. Markus Lenig, der Torschütze. In der Mittelstürmerposition haben sie ihn vergessen bei den Fishtown Pinguins. Und Weißwasser führt mit 2:1 und Weißwasser führt in dieser 26. Minute, das sollte man sich mal notieren, zum ersten Mal überhaupt in dieser Playoff-Serie. Das ist das, wovon man gewarnt hat. Ein Gegner niemals zu unterschätzen und niemals vorher abzuschreiben. Die Füchse können Eishockey spielen, das wissen die Pinguins. Jetzt aber ein 2:1 und der Fahrbein und Maria Day, der Tor! 2:1 Angriff und McPherson hätte es selber machen können, aber dann schaut er nach rechts und da sieht er Marian Deida, der Ausgleich. Wieder so eine schnelle Antwort und die Fishtown Pinguins, die Fans werden erleichtert sein. Immer noch 26. Minute, Marian Deida, the captain himself, mit dem Ausgleich 2:2. Boah, purzeln uns da Steine von der Seele. Die schnelle Antwort auf dieses 2:1 der Lausitzer Füchse, 2:1 Angriff, auch Lausitz zu weit auf und dann auf der linken Seite McPherson mit dem Auge für seinen Teamkameraden. Und da steht da Marian Deida, Ausgleich zum 2:2. Geht es über den US-Amerikaner, über die rechte Seite nach vorne, lässt Brendel aussteigen, immer noch Slayton, könnte in die Mitte spielen, läuft positiv davon, immer noch Slayton, dann lässt er liegen, und Tor! Lässt er liegen für Brendel, the Sniper, gut, 3:2. Heidelska, schöne Einzelaktion von Steve Slayton über rechts. Dann nutzt es nichts, dass Pavel Brendel noch seinen Hintern ausstreckt, um den Slayton gegen die Bande zu checken. Er kommt über rechts, dann zieht er zur Mitte, der Steve Slayton. Und besser steht dann für den Schuss Brendel Kuhn. Und der macht das Tor. 3:2, 32. Minute. Die Pinguins führen. Da siehst du, geht doch. Rüber, nochmal Kiergan mit der Schussmöglichkeit vorbei am Kasten. Dann versucht Possible nochmal nachzusetzen und Tor. Ausgleich 3:3. Possible müsste es gewesen sein nach 33 Sekunden im letzten Drittel mit dem Ausgleich zum 3:3. Die Scheibe, zunächst der Schuss vorbei am Kasten der Fishtown Pinguins, der Rebound von der Bande. Landet dann beim Schläger von Possible und der Winkel war eigentlich relativ spitz und scheint durchaus auch möglich, dass er von hinten herum irgendwie den Langmann angeschossen hat und von dessen Ausrüstung der Puck letztendlich über die Linie geflutscht ist. Fakt ist, er steht
3:3. Zu Brände rechts rüber, Kiergaard und Langmann legt die Scheibe ab zur Seite. Immer noch die Füchse. Kiergaard von Albrecht legt zu Scott King. King zieht immer weiter vor das Tor und riesen Save von Jonas Langmann. Richtig gut gemacht. Scheibe zur Seite und abgelenkt. Immer noch die Füchse. 40 Sekunden Überzahl. Scott King könnte schießen. Legt nochmal auf die linke Seite. Spiel steht. Sie suchen die Lücke. King könnte schießen. Steht nochmal zu Kiergaard. Abgeblockt. Die schmeißen sich rein mit allem, was sie haben. Kosek, du bist der Leistungsgott. Schmeißt sich da halb in den Schuss und fährt ohne Schläger erst einmal wieder zur Bank. Die nächsten Füchse-Aktionen. 22 Sekunden Überzahl haben sie noch. Scott King auf der linken Seite. Spiel steht ein bisschen. King immer noch links. Sucht dann in der Mitte vielleicht eine Station, versucht es dann alleine. King zieht auf das Tor von Langmann und macht das Tor. Das ist das 4:3 für die Lausitzer Füchse. King mit einer brillanten Einzelaktion. Tankt sich von links außen. Fernab der Heimat. Bis durch zum Kasten und spielt dann Jonas Langmann. Kein Bremerhavener da, der den abräumen kann, den King. Und dann schiebt er die Scheibe ein. Tolle Einzelaktion. Das sind diese Big Moments, vor denen Mike Stewart gewarnt hatte. Ein Kiergaard oder ein King, die können ein Spiel ganz schnell entscheiden. Und das machen sie jetzt in der 64. Minute mit dem 4:3. Scott King erzielt das Tor für die Lausitzer Füchse. 4:3 der Endstand. Damit ist sicher, es wird auch am Freitag noch ein Heimspiel geben hier in der Eisarena Bremerhaven gegen Weißwasser. 2:1 führt Bremerhaven noch in der Serie. Am Dienstag das nächste Spiel in Weißwasser, das natürlich auch wieder live bei Spray TV. Und am Freitag hier das Duell in der Eisarena Bremerhaven um 20 Uhr. Danke, dass ihr eingeschaltet habt bei Spray TV. Wir hören und sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss und bye bye.